Hallo, wir sind heute zu Gast bei Sarah. Sarah ist eine der angesagtesten Bloggerinnen aus Berlin. Sie hat den Blog Dis-moi-tout und schreibt vor allem über Mode, aber auch über Lifestyle, Essen, Shoppen und alles, was halt zum Stadtleben dazugehört. Sarah ist eine Frau, die ich sehr bewundere. Sie hat einen super coolen Stil, den ich vielleicht mit dem Wort Glamour Gothic vielleicht beschreiben könnte. Sarah hat vor einiger Zeit bei uns ein paar Stiefel bestellt und ja, die bringen wir heute persönlich vorbei. Hi! Hi! Na, alles gut? Alles super! So, habt ihr was mitgebracht? Ich sehe schon. Wir setzen uns kurz hin. Ja. Meinst du, ich fall sonst um, wenn ja, ich ja, sehe? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann, okay, eins, zwei, bin ich ja froh, dass sie dir gefallen. Ja, da bin ich aber gespannt. So, soll ich mal anprobieren? Ja, unbedingt. Hallo, hallo. Und, also ich finde sie einfach super. Ich sehe, du hast dich für die versteckte Variante entschieden. Ja, ein bisschen. Das ist doch etwas interessanter. Wenn es was zu entdecken hat, wenn man sich hinsetzt. Ja, sehr genau. Gut, sehr gut. Hattest du schon mal ein paar Lederstiefel in deinem Leben, die dir gepasst haben? Also, wenn, dann war es sehr, sehr schwer, die zu finden und die waren definitiv nicht qualitativ in der Art wie diese. Und das Leder fühlt sich einfach wunderbar an, das ist flexibel und man kriegt die wunderbar an und fühlt sich toll an und solche habe ich definitiv in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Wahrscheinlich auch noch nicht in der Länge. Nee, in der Länge sowieso nicht. In der Länge ist es eigentlich unmöglich, Stiefel zu finden. Overknees in meiner Größe, für meine Beinlänge, für meine Fülle sozusagen, finde ich nicht. Würdest du sagen, dass du jetzt ein kleines bisschen glücklicher bist vielleicht im Moment? Nicht nur ein kleines bisschen, viel, viel glücklicher. Dann bin ich zufrieden. Mir einen großen Wunsch erfüllt damit. Ja. Haben wir uns eingeweiht? Gleich heute Abend, ist doch klar. Sehr schön, sehr schön. Ja. Finde ich gut. Ja, dann würde ich auch sagen, Mission erfüllt. Du bist glücklich, das ist das, was mir am wichtigsten ist. Ist dir das der einzige Sinn, den ich in meiner Arbeit so wirklich sehe. Menschen glücklich machen. Ja, viel Spaß. Vielen Dank.